ich will nicht sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist, aber das ist im Normalfall schon eine sehr gut funktionierende Möglichkeit. Viele verstehen es. Wenn plötzlich alle, die dich lieben, sagen, nee, komm nicht mehr. Ich will dich nicht mehr sehen. Du kotzt mich an, wenn ich dich sehe. Ich krieg nur Anfälle auf dich. So, wenn die das wirklich schaffen, wer dann nicht ins Überlegen kommt, so dämlich ist wie ich. Ich habe das ja, das ist ja aber auch bei mir anders gelaufen. Mir hat das keiner gesagt. Schon, es wurde schon angedroht, du fliegst raus und blub und bla. Das, na klar. Aber dann ist es einfach passiert, ohne Worte. Weißt du? Und dann hat keiner mehr gesagt, das passiert deswegen und reiß dich zusammen jetzt und. So eine Auseinandersetzung gab es halt nicht mehr. Aber wenn das alles genauso passiert, dann ist das eigentlich ein Punkt, wo man wach wird. Wach werden sollte. Aber Mama und alle wussten auch noch nicht genau, wie handelt man das Ding jetzt so. Und natürlich ist sie todtraurig und heult nur noch, weil ich aus dieser Wohnung verbannt werde. Ich bin doch ihr Kind. Sie hat das schwer verknusen können, ne? Aber auch gehofft, dass das der Punkt ist, wo ich klarkomme, ne? Das hat aber nicht funktioniert. Aber ich weiß, ich habe das bei anderen auch gesehen, wenn die plötzlich komplett diesen Halt verlieren, den gefühlten Halt, der noch da ist, ne? Du musst einmal richtig hart auf dem Asphalt aufschlagen. Mit dem Gesicht zuerst. So. Und im Normalfall sollte man dann anfangen zu überlegen, was passiert gerade. Selbst wenn man sich erstmal vor Frust dicht macht, so. Ich war nur beleidigt, ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe es überhaupt nicht gehofft. An meinem Beispiel sieht man auch, dass das auch nicht funktionieren kann, ne? So. Aber so aus den ganzen Erfahrungsberichten, die ich immer wieder in den ganzen Jahren von Süchtigen durch Gespräche mitgekriegt habe, ob das nur in Therapien oder Entgiftung oder in Knast oder sonst wo war, wenn die sowas erlebt haben, war das oft ein Punkt, wo sie danach eine lange Clean-Phase wenigstens hatten. An diesem Punkt. Und das ist ja schon mal sehr cool als Start. So, selbst wenn das irgendwann aufhört. Wenn man 8 Monate oder 2 Jahre oder 3 Jahre geschafft hat oder 5 und dann rückfällig wird. Das ist, ja, wenn man dann ja die Erfahrung gemacht hat, die nehmen dich sofort zurück, wenn du das ablegst. Die Menschen, die du liebst und die dir gerade noch gesagt haben, komm nicht wieder. So, sobald du das ablegst und du bist wieder herzlich willkommen und du wieder zugänglich bist auch für Gespräche und auch aufnimmst, was die eigentlich erleben, selbst auch gefühlsmäßig erleben diese Leute. Also deine Angehörigen. Ich denke, dann begreift man es ja auch erst so, wenn man das einmal erleben konnte, so, dass das funktioniert. So. Das war halt bei mir damals nicht der Fall, weil ich es auch gar nicht verstanden habe. Ich wollte gar nicht zurückkommen. Scheiß auf euch. Ja, es wird schon im Grunde das Richtige gesagt, aber einfach vorher nur lapidar so dahergesagt, angedroht. Ja, ja, klar, laber nicht. Weißt du, so kam das bei mir an. Ja, ja, genau. Hm. Ich gehe jetzt. Tschüss. Gerade noch den Haushalt komplett genutzt. So. Und dann ist gut. Laber mich nicht voll. Ich will gar nicht wissen, was du redest. Ich habe das nicht verstanden. Das ist ja auch schwer zu verstehen. Das ist voll das Gefühlschaos. Das will man als Süchtiger natürlich gar nicht ertragen. Da macht man erstmal zu. Das muss man erstmal wegrauchen, spritzen, inhalieren, sniffen, was auch immer. Da kommen wir wieder zu dem Punkt. Das dreht sich immer alles nur um Emotionen am Ende. Es sind immer nur Gefühle, die dich dann tun lassen, was auch immer. So, wenn du damit nicht zurechtkommst. Ja, und wenn ich mit meinen eigenen Emotionen nicht zurechtkomme und die abtöten muss, was soll ich mit denen von anderen? Verstehe ich ja genauso wenig. Das ist nur ein anderer Kanal, aber trotzdem, die Sprache ist mir fremd.